Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Digitalradiotags mit den Themen 2020, ein bewegtes Jahr bisher und mal schauen, wie es weitergeht. Und ich habe Ihnen im ersten Teil versprochen, dass wir jetzt den Digitalisierungsbericht 2020 hören werden. Und ich freue mich dazu begrüßen zu dürfen Dr. Oliver Ecke von TNS, der uns jetzt den Digitalisierungsbericht genau im Detail zeigen wird. Willkommen zum Digitalradiotag, zum virtuellen Digitalradiotag, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ich darf Ihnen heute den Stand der Digitalisierung des Radioempfangs in Deutschland vorstellen. Und ganz traditionell beginnt der Marktforscher seine Präsentation natürlich womit? Mit einem Methodensteckbrief. Was haben wir für unsere Auftraggeber realisiert? Eine telefonische Befragung mit der Berücksichtigung von Mobilnummern und Altersklassenaufstockung. Wir repräsentieren als Grundgesamtheit die deutschsprechende Wohnbevölkerung ab 14 Jahren, das heißt über 70 Millionen Personen ab 14 Jahren in über 40 Millionen Haushalten. Wir haben eine sehr respektable Anzahl an Interviews realisiert, über 7000 mit der Vorgabe von mindestens 200 Interviews pro Bundesland. Ansonsten eine bevölkerungsproportionale Verteilung der Interviews. Erhoben haben wir die Daten im Mai bis Juni 2020, also sehr aktuelle Ergebnisse. Die Auftraggeber, ganz traditionell bei dieser Studie, die Medienanstalten unter Beteiligung der ARD, des Deutschlandradios, der Media Broadcast und Vodafone. Vielen Dank dafür. Wenn wir die Ausstattung der privaten Haushalte mit Radioempfangsmöglichkeiten in Deutschland uns anschauen, dann tun wir das ganz traditionell womit? Schauen zunächst einmal auf die Entwicklung des Radioempfangs über Digitalradio, DAB+, und sehen hier eine weitere Zunahme auf fast ein Viertel der Haushalte in Deutschland, die aktuell Digitalradio empfangen können. Wie übersetzt sich dies in die Anzahl der Haushalte mit Digitalradio? Wir liegen aktuell bei fast 10 Millionen Haushalten, die über ein oder mehrere Digitalradios verfügen, sei es im Auto oder eben zu Hause in der Wohnung. Insgesamt ist der Trend in der Haushaltsausstattung mit Radiogeräten wie folgt: UKW, analoge Radioempfangsmöglichkeit, nimmt seit vielen Jahren auf sehr hohem Niveau ganz leicht ab. Zuwächse gibt es dagegen bei den digitalen Empfangsmöglichkeiten DAB+ und IP. Ein Stück weit auch wieder ein Zuwachs beim Radiohören über Satellit. Kabel stagniert bei knapp 12%. Wenn wir auf die Verteilung von DAB+ in den Bundesländern schauen, dann fällt im Vergleich zu den 24,3% insgesamt doch auf, dass Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Bundesländer sind, die DAB+ in besonderem Maße treiben und die Digitalisierung des Hörfunks in diesem Sinne eben dann auch voranbringen. Spannend ist auch immer die Anzahl der Radiogeräte pro Haushalt, also wie viele verschiedene Radiogeräte, welcher Empfangsart gibt es im Durchschnitt in den Haushalten. Hier sehen wir, dass wir auf, wie im letzten Jahr, 3,4 UKW-Radiogeräte kommen. Leichte Zunahme bei DAB+ auf wieder 1,7 Geräte pro Haushalt. IP liegt bei 1,4 und damit weitgehend seit 3 Jahren, 4 Jahren unverändert. Durchschnittlich kommen wir nur noch auf 3,8 Geräte. Man kann aber natürlich auch sagen, immerhin 3,8 verschiedene Radiogeräte pro Haushalt ist natürlich auch schon eine sehr, sehr gute technische Ausstattung. Deswegen auch mal ganz interessant, die Anzahl der Radiogeräte insgesamt sich anzuschauen und das in den verschiedenen technischen Ausführungen. Nach wie vor am allermeisten Radiogeräte gibt es im analogen Bereich mit gut 125 Millionen UKW-Radiogeräten.
DAB Plus kommt jetzt schon auf über 16, fast 17 Millionen Geräte und die reinen IP-Radiogeräte kommen auf fast 8 Millionen, sodass wir schon diese riesenhafte Zahl von über 146 Millionen Radiogeräten in den deutschen Haushalten finden. Also hier ist, wenn man mal davon ausgeht, dass irgendwann analoge Radiogeräte ersetzt werden, schon noch auch ein riesenhaftes Umsatzpotenzial. Wenn man die Anzahl der Geräte einmal in Anteile umrechnet, dann ist es natürlich nach wie vor so, dass UKW den größten Anteil hat. Aber wir sehen über die Jahre seit 2013, dass eben die digitalen Geräte, DAB Plus inklusive der Hybridgeräte und hier mal die IP-Radiogeräte ohne Hybrid aufgezeigt, einen zunehmenden Anteil für sich beanspruchen und die Ausstattung mit UKW doch kontinuierlich zurückgeht, anteilig gesprochen. Wenn wir auf die Verteilung der DAB-Geräte in der Wohnung und im Auto schauen, dann fällt hier auf, dass der Zuwachs der Radiogeräte insgesamt dann hauptsächlich zustande gekommen ist durch eine vermehrte Ausstattung der Haushalte mit Radiogeräten in der Wohnung, im Haushalt. Wir sehen beim Auto nur eine leichte Zunahme. Hier kann man natürlich durch die EU-Richtlinien, die jetzt umgesetzt werden, in der Zukunft im Auto noch sehr viel Zuwachspotenzial vermuten, auch wenn wir dieses Jahr hier nur einen vergleichsweise geringen Zuwachs gesehen haben. Wenn wir auf die Autoradios schauen und uns hier fragen, wie hoch ist der Anteil eben von DAB an der Ausstattung insgesamt, dann sehen wir, dass auch hier eine leichte Zunahme ist. 15% haben mittlerweile ein DAB-Autoradio, was nicht IP-fähig ist. Dazu kommen nochmal DAB-Autoradios mit IP-Möglichkeit und eben eine reine IP-Ausstattung ohne DAB+ ist genauso wie DAB mit IP im Moment in den Autoradios noch eher selten vorhanden. Insgesamt sehen wir aber, dass der UKW-Anteil an den Autoradios insgesamt weiter rückläufig ist und die digitalen Geräte nehmen zu. Das war der Blick auf die Ausstattung der Haushalte mit Radioempfangsmöglichkeiten. Lassen Sie uns nun gemeinsam schauen, wie der Zugang zu den verschiedenen Radioempfangsmöglichkeiten in der Bevölkerung aussieht. Wie steht es um das DAB Plus? Wie viele Personen haben Zugang? Das sind mittlerweile fast 18 Millionen, entspricht 25,3%. Das heißt, der Zuwachs von 1 Million führt jetzt dazu, dass mehr als ein Viertel der Bevölkerung Zugang zu DAB Plus hat, zumindest einem Gerät zu Hause oder eben in einem zum Haushalt gehörenden Fahrzeug. Wenn wir auf die Nutzung von Webradio schauen, auch hier eben auf der Personenebene, dann muss man natürlich die verschiedensten Empfangsmöglichkeiten hier in Betracht ziehen. 6,5% nutzen Webradio über ein IP-Radiogerät zu Hause, der allermeiste Teil, und das ist etwas, was man sicherlich vorurteilsmäßig schon auch vermutet hätte. Die meiste Webradionutzung geschieht über das Smartphone, gefolgt von Laptop und IP und PC. Nicht verschweigen sollte man allerdings auch, dass 6% der Bevölkerung über Smart Speaker Radio hören und sogar schon ein messbarer Anteil angibt, über die eigene Smartwatch Radio zu hören. Wenn man auf die Demografie der Webradionutzer schaut, dann ist zumindest einmal auffällig, dass Männer überdurchschnittlich Webradio nutzen und auch die Altersdekaden unter 50 eben sehr überdurchschnittlich in der Nutzung sind, während die Älteren da noch etwas hinterherhängten.
Aber sicherlich ist es auch enorm wichtig, mal zu schauen, dass bei den über 70-Jährigen ein enormer Zuwachs stattgefunden hat, auf jetzt 20,3%, die auch Webradio nutzen. Also auch die Digitalisierung, die Audiodigitalisierung steigt in der älteren Bevölkerung doch sehr stark an. Und das wird in den nächsten Jahren sicherlich spannend werden, ob die sich an den Durchschnitt in der Bevölkerung annähern können und Webradio und Digitalradionutzung eben in allen Bevölkerungsteilen ganz normal wird. Wenn wir die Radioübertragungswege insgesamt in den Vergleich einbeziehen, dann sehen wir, dass mit 91,9% erneut etwas weniger Menschen über UKW erreichbar sind. Aber das Niveau mit 91,9% ist natürlich nach wie vor enorm hoch. Wir sehen, dass die Zuwächse insgesamt beim Digitalen aber doch sehr stark sind. DAB, Webradio, Kabel und SAT, alle Empfangsarten erreichen mehr Personen als im vergangenen Jahr. Und insgesamt kommen wir auf 96% in der Bevölkerung, die mindestens eine Radioempfangsmöglichkeit oder haben oder Webradio nutzen. Daraus kann man dann natürlich auch eine Digitalisierungsquote berechnen aus den Angaben zu DAB+, Webradio, digitalem Kabel und Satellitenradio. Wenn man da einen Nettowert bildet, also die Summe aus DAB, Webradio und oder digitalem Kabel oder Satellit, dann kommen wir auf einen Anteil von 63,1%, die eine digitale Empfangsmöglichkeit haben, also weit über die Hälfte der Bevölkerung, fast zwei Drittel der Bevölkerung sind digital über Radio erreichbar. Und pushen tut diese Quote insbesondere das Wachstum von DAB+ und Webradio. Sehr spannend ist auch immer, ob die Menschen die vorhandenen Empfangsarten auch nutzen. Und wir stellen traditionell die Frage nach der meistgenutzten Radioempfangsart und wollen hier natürlich im Besonderen wissen, wie ist es mit dem digitalen Empfang. Und wir sehen hier, dass bezogen auf die gesamte Bevölkerung die meistgenutzte Empfangsart UKW langfristig sehr stark rückläufig ist. Alle digitalen Plattformen nehmen dagegen zu. Auf mittlerweile 27%, also für 27% der Bevölkerung ist eine digitale Empfangsart mittlerweile schon die meistgenutzte Art, während eben das ist ganz natürlich, dass alles zulasten der analogen Empfangsmöglichkeiten bzw. der analogen Nutzung gehen muss. Hochinteressant ist natürlich immer auch, wie es um die meistgenutzte Empfangsart in den Haushalten bestellt ist, in denen DAB+ schon vorhanden ist. Ist es da so wie in der Gesamtbevölkerung, dass auch analoge Nutzung überwiegt oder ist es anders? Und diese Frage können wir dieses Jahr ziemlich eindeutig beantworten. DAB+ hat erstmalig tatsächlich die Nutzung überholt von analogem Radio, von UKW-Radio mit 41% deutlich mehr als die 38% Meistnutzung UKW. Und wenn man die digitalen Empfangsarten in den DAB Plus Haushalten zusammenzählt, kommt man auf fast 60% Nutzung. Das ist schon auch ein guter Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr und zeigt, dass, wenn vorhanden, sich tatsächlich DAB Plus und natürlich auch die anderen digitalen Empfangsarten gegenüber UKW immer weiter durchsetzen. So viel zu den Daten und Fakten zur Digitalisierung des Radios in Deutschland. Kommen wir noch kurz zur Zusammenfassung und wollen die Frage beantworten, was Sie alles mitnehmen können oder sollten aus dieser Präsentation. Was also können Sie mitnehmen? Auch 2020 steht im Zeichen steigender DAB-Plus-Ausstattung. Mit rund 24% hat mittlerweile fast ein Viertel der deutschen Haushalte Zugang zum Digitalstandard. Bayern und Sachsen haben hier eine Vorreiterfunktion mit weit überdurchschnittlichen Werten. Und analog zum Anstieg digitaler Radios, also DAB-Plus-Geräte oder IP-Geräte,
ist die Zahl an UKW-Geräten rückläufig. Das passt gut zusammen. Die Webradionutzung ist erneut gestiegen auf jetzt fast 45%. Und wie man vermuten kann, ist das Smartphone hier in der Nutzung das wichtigste Gerät, kommt auf knapp 26%. Unberührt von allen Corona-Turbulenzen hat sich auch der Trend hin zur digitalen Radionutzung weiter fortgesetzt. Denn fast 2/3 der Personen haben nun Zugang zu mindestens einer digitalen Empfangsmöglichkeit oder sie nutzen Webradio. Bereits mehr als jeder 4. Nutzer nutzt am häufigsten einen digitalen Empfangsweg. Es sind sogar 27%, also wirklich deutlich mehr als jeder 4. Nutzer. Und in den DAB Plus Haushalten hat DAB Plus erstmals UKW überholt und ist nun dort die am häufigsten genutzte Radioempfangsmöglichkeit. So viel zu den Daten und Fakten und zur Zusammenfassung. Vielen Dank. Das war der Stand der Digitalisierung des Radioempfangs in Deutschland. Bis demnächst. Das waren die harten Ergebnisse aus dem Digitalisierungsbericht 2020 und das hat sich ein bisschen gefüllt hier im Studio. Wir werden nämlich gleich Gelegenheit haben für eine kleine Podiumsdiskussion, wo wir so ein bisschen die Entwicklung vom Digitalradio weiter beleuchten können. Vorher freue ich mich aber um zwei kurze Statements und zwar haben wir Frau Carola Wille gebeten, Intendantin beim NDR, ganz kurz mal den Digitalisierungsbericht zu kommentieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Der Digitalradiotag am Rande der IFA ist ein wichtiger und etablierter jährlicher Branchentreffpunkt für alle, denen die Zukunft des Radios am Herzen liegt und die diese auch mitgestalten wollen. Und dazu gehört auch die ARD. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass es gelungen ist, diesen traditionellen Termin in diesem besonderen Jahr aufrechtzuerhalten. Deshalb gilt mein Dank zunächst auch den Organisatoren und Organisatoren der heutigen Veranstaltung. Wir haben alle in der Corona-Krise gelernt, Interaktion, Kommunikation, digital und virtuell zu bewältigen und souverän damit umzugehen. In unserer Gesellschaft ist der Digitalisierungsschub auch deutlich spürbar. Und das Radio ist auf digitalen Wachstumskurs und ist immer mehr digital. Das belegen auch die Ergebnisse des diesjährigen Digitalisierungsberichts Audio. Und zwei Zahlen möchte ich noch mal besonders herausstellen. 24,3% der Haushalte sind mit mindestens einem DAB-Gerät ausgestattet. 25,3% der deutschsprachigen Bevölkerung hat Zugang zu mindestens einem DAB-Gerät bzw. nutzt ein DAB-Gerät zumindest gelegentlich. Der Anstieg der Zahlen ist zwar nicht so stark wie im vergangenen Jahr, allerdings setzt sich der Aufwärtstrend der letzten Jahre kontinuierlich fort. Und in absoluten Zahlen zeigen sich substanzielle Zuwächse. So haben im Vergleich zum Vorjahr über 1 Million Menschen mehr Zugang zu digital-terrestrischen Radioangeboten. Und erfreulich war auch die aktuelle Media-Analyse. Danach ist DAB Plus aktuell der Radioverbreitungsweg mit dem stärksten Nutzungszuwachs. Und über DAB schaffen es mittlerweile auch die kleineren Einzelsender, zum Beispiel die mit einem Hauptausstrahlungsweg DAB Plus, mit den etablierten UKW-Marken zu konkurrieren. Und nach wie vor ist Radio das Tagesbegleitmedium Nummer 1. Besonders in der Corona-Krise haben die Menschen ihren bekannten Radiosendern vertraut, haben sie vermehrt eingeschaltet, um sich informieren und unterhalten zu lassen. Und das war ganz deutlich, zunehmend über digitale Verbreitungswege, also DAB Plus und das Internet. Wir als öffentlich-rechtliche Rundfunk in der ARD sehen uns damit auch in unserer Hybridstrategie bestätigt und treiben deshalb auch DAB Plus konsequent weiter voran. Und die zum Jahresende bevorstehenden Entwicklungen auf dem Endgerätemarkt, Stichworte kennen Sie, Interoperabilität, Multinormgeräte, sind für uns daher auch ein Meilenstein. Wir finden in Europa und in Deutschland sind damit die Weichen auf ein dynamisches Wachstum gestellt. Wir gehen fest davon aus, dass dann mit signifikant zunehmender Verbreitung digitaler Empfangsmöglichkeiten auch die Nutzung von digitalem Radio nochmals einen richtig starken Schub erfahren wird. Und ein weiterer Meilenstein ist der bevorstehende Start auch der zweiten bundesweiten Senderkette für DAB+. DAB+ wird bundesweit noch vielfältiger mit einer kreativen, nutzerorientierten Programmzusammenstellung. Als ARD-Anstalten tragen wir auf regionaler Ebene seit längerem ganz wesentlich zur inhaltlichen Attraktivität von DAB+ bei.
beispielsweise beim Mitteldeutschen Rundfunk mit einem Kinderradio MDR Tweens oder mit MDR Klassik, beide nur über DAB Plus zu hören. In Bayern ist BR Heimat seit Jahren erfolgreich und in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt seit neuestens die Sendung mit der Maus, exklusiv fürs Digitalradio, um nur einige der vielen Beispiele zu nennen. Was wir auch sehr positiv bewerten, ist, dass in der medienpolitischen Diskussion, wie die Migration von UKW zu DAB Plus gestaltet werden soll, tatsächlich jetzt wieder Bewegung hineingekommen ist. Ende Mai hatte Frau Staatsministerin Beer in Zusammenarbeit mit Frau Staatssekretärin Raab mit zahlreichen Vertretern der deutschen Radiobranche darüber diskutiert, wie die im Aktionsplan des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur festgehaltenen Schritte für ein Migrationsszenario von UKW nach DAB Plus weiterverfolgt werden sollten. Sie haben ein deutlich, erfreulich klares Zeichen gesetzt. Frau Beer wird die Arbeit des Digitalradioboards koordinieren und moderiert fortsetzen. Und Frau Raab hat zudem bekräftigt, das Thema in den Reihen der Länder weiter voranzutreiben. Danke an Sie beide für das kontinuierliche Engagement für die Digitalisierung des Radios in Deutschland. Und ich glaube, uns eint dabei eine Überzeugung, wir werden es nur gemeinsam schaffen, ein tragfähiges Migrationskonzept für alle Beteiligten zu entwickeln. Es war richtig, vier Arbeitsgruppen im Ergebnis unserer Zusammenkunft einzurichten. Das sind die richtigen und notwendigen Konsequenzen. Und es ist gut, und ich begrüße es ausdrücklich, dass private und öffentlich-rechtliche Veranstalter gemeinsam nach den überzeugenden Lösungen für die Themen, die uns beschäftigen müssen, gemeinsam tatsächlich auch suchen. Es geht um die Höhe der DAB-Verbreitungskosten während der Simulcast-Phase genauso wie um die Entwicklung von Regelungen, um grundsätzlich eine Neuvergabe von aufgegebenen UKW-Frequenzen künftig zu vermeiden. Das sind schwierige Themen, das wissen wir, und durchaus dicke Bretter dabei. Aber wir werden nicht umhinkommen, sie auch gemeinsam zu bohren. Und ich glaube, das ist allen klar. Und ich sehe die Bereitschaft von allen Seiten, hier deutlich voranzukommen. Erste Ergebnisse sollen uns ja schon für diese Themen im Herbst diesen Jahres vorliegen. Und ein Blick in die Schweiz in diesen Tagen zeigt, wohin die Reise geht. Und das Wie dieser Reise haben wir selbst in der Hand, meine Damen und Herren. All diese spannenden Entwicklungen lassen mich in Sachen Digitalradio und DAB Plus optimistisch in die Zukunft weiterhin schauen. Und ich wünsche allen Teilnehmenden und Zuschauenden weiterhin interessante Einblicke, viele gute Erkenntnisse und natürlich spannende Diskussionen auch in dieser Corona-Zeit. Herzlichen Dank. Und die Perspektive der privaten Rundfunkveranstalter haben wir natürlich auch noch, zumindest eine Perspektive, und sie kommt von dem Deutschlandchef von Radio Energy, und zwar von Olaf Hopp. Die Ergebnisse des diesjährigen Digitalisierungsberichts lassen sich im Kern in drei Botschaften zusammenfassen. Erstens, DAB Plus hat sich als komplementärer Hörfunkübertragungsweg etabliert. Neben UKW und IP gehört DAB Plus zu den drei wichtigsten technischen Verbreitungswegen für den Hörfunk. Die Ergebnisse des aktuellen Digitalisierungsberichts Audio 2020 zeigen, auch wenn die Steigerungsrate im Vergleich zum Vorjahr möglicherweise nicht so hoch ausgefallen ist, wie von einigen Marktteilnehmern erwartet, dass DAB Plus im Markt angekommen ist. Rund ein Viertel aller Haushalte besitzen mittlerweile DAB Plus Radiogeräte. In Summe sind mehr als 16,5 Millionen Geräte im Markt, rund 2 Millionen Geräte mehr als noch vor einem Jahr. Die Attraktivität der Technologie zeigt auch der Umstand, dass in DAB Plus Haushalten DAB Plus die am häufigsten genutzte Radioempfangsmöglichkeit ist und UKW überholt hat. Und das ab 2021 geltende neue Interoperabilitätsgesetz, nach dem nur noch Autoradios verkauft werden, die sowohl UKW als auch DAB Plus empfangen, wird diese positive Entwicklung nochmals beschleunigen. Zweitens, DAB Plus wird UKW in den kommenden Jahren sukzessive als primären Hörfunkübertragungsstandard ablösen, genauso wie UKW einst die Mittelwelle abgelöst hat. Wann dies zu einer Abschaltung von UKW führen wird, entscheiden für die privaten Hörfunkunternehmen der Markt und jedes Unternehmen selbst. Für die öffentlich-rechtlichen Programmkollegen gelten hier sicherlich andere Vorgaben, nämlich die der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die nachvollziehbarerweise die Phase des Übergangs von UKW zu DAB Plus aus Kostengründen so kurz wie möglich halten will.
In diesem Zusammenhang dürfte sich aus medienpolitischen Gründen auch die Antwort auf die mancherorts gestellte Frage, ob denn vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurückgegebene UKW-Frequenzen vom privaten Hörfunk weiter genutzt werden können, erübrigen. Denn eine neue Technologie zu fördern, indem die alte dem Markt wieder zugeführt wird, würde den Entwicklungsprozess eher verlangsamen und behindern, denn beschleunigen und wäre somit aus meiner Sicht heraus kontraproduktiv. Drittens, neue Plattformen wie der zweite nationale DAB Plus Multiplex sorgen mit attraktiven Programmen für mehr Angebotsvielfalt und werden diese Entwicklung somit weiter fördern und beschleunigen. In schwierigen Zeiten, unter unsicheren Umständen wie der aktuellen Corona-Krise, gilt es zwischen taktischen und strategischen Abwägungen zu unterscheiden. Taktisch heißt, kurzfristig zu agieren, Kosten einzusparen, um kurzfristige unternehmerische Ziele, wie beispielsweise die Einhaltung des Jahresbudgets, zu erreichen. Strategisch hingegen heißt, langfristig und in die Zukunft zu denken, für das eigene Unternehmen zu antizipieren, was die Zukunft bringt. Und die Entwicklung des Hörfunks ist ganz klar digital. Krisen vergrößern in der Regel die Kluft zwischen Erfolgreichen und Zurückgelassenen, zwischen nach vorne gewandten und Bedenkenträgern. Und aus diesem Grund haben wir uns auch sehr schnell dazu committed, die Chance zu ergreifen, neben Energy, unserem Programm auf dem ersten nationalen DAB Plus Multiplex, auch auf dem zweiten DAB Plus Multiplex ein weiteres Programm unserer Gruppe an den Start zu bringen. Und wenn ich mir die positive Robustheit des Werbeträgers Radio auch und gerade in der jetzigen Situation ansehe und mit den Vermarktungspotenzialen der Digitalisierung multipliziere, dann wird mir für die Zukunft des Radios in Deutschland nicht bange. Zwei Statements, die wir bekommen haben im Nachgang an den Digitalisierungsbericht, und im Studio hat es sich ein bisschen gefüllt. Wir haben nämlich auch noch Gelegenheit, ein bisschen ausführlicher darüber zu diskutieren, wie es mit DAB Plus weitergeht, wie die Digitalisierung voranschreitet. Und gerade eben hatten wir ja auch schon ein Statement gehört von Olaf Hopp, der nochmal so ein bisschen die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen anspricht, aber auch gleichzeitig nochmal die Frage, wie geht's eigentlich weiter und wie geht's mit dem Thema UKW weiter. Und deswegen freue ich mich auch, dass Stefan Raue uns zugeschaltet vom Deutschlandradio, an den ich gleich mal so die erste Frage hätte, wie er das aus seiner Perspektive aus beurteilen dürfte. Wie hat sich das in den letzten 10 Jahren mit DAB entwickelt und wie stehen Sie dem Thema UKW-Abschaltung gegenüber aktuell? Ja, hallo, das sind natürlich zwei schwere Fragehämmer gleich am Anfang. Wir haben Zeit. Ja, wie hat sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt? Das Radio ist ein schönes, tolles, wichtiges, aber ein bisschen altmodisches Medium. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern es hat etwas, was ich damit meine, ist, es gehört gewissermaßen zum Mobiliar einer jeden Wohnung. Es steht in der Wohnung, man hat es lieb gewonnen und man tut sich schwer damit, neue Geräte anzuschaffen, neue Technologien zu vertrauen. Deswegen ist dieser Weg ein so zäher und mühsamer gewesen. Da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Wenn man sieht, welche Innovationsgeschwindigkeit in der Technologie im Fernsehbereich vorherrschend ist, da ist das Radio schon ein bisschen langsamer. Aber wir haben in den letzten Jahren doch deutlich registrieren können und dürfen, und ich habe mich darüber sehr gefreut, dass DAB Plus doch deutlich gewonnen hat und auch an Geschwindigkeit zugenommen hat. Und wenn man sich die Unterschiede auch in den Bundesländern anschaut, wir haben ja einige Bundesländer, wo wir schon um die 30% herum sind. Das sind ja sehr achtbare Reichweiten auch für diese Technologie. Und wir haben die Zahlen ja eben alle detailliert gehört. Also ich bin da sehr optimistisch, was diese Entwicklung angeht. Und was das Abschalten angeht, ja, wir hatten, Frau Professor Wille hat ja eben das Treffen mit Frau Bär und Frau Raab angesprochen und mit vielen Vertretern der Radioszene. Wir haben so ein bisschen unter uns gesagt, lass uns das große Abschaltwort mal ein bisschen in die zweite Reihe setzen. Das ist in einer so schwierigen Situation, wie wir sie jetzt haben, sehr schwer zu kalkulieren. Das sorgt für mehr Ängste, als dass es Hoffnung macht und auch Rückenwind macht. Aber wir müssen natürlich, es ist ja schon angesprochen, darauf schauen, dass sie auf die Dauer so viele Ausspielwege nicht finanzieren können, ob privat oder öffentlich-rechtlich. Das spielt in diesem Zusammenhang gar keine Rolle. Und wir müssen uns schon überlegen, wie wir von dieser UKW-Technik vernünftig in die neue DAB- und Digitalwelt marschieren. Und dazu gehört eben auch, und das kam aus den Reihen ja auch des Privatfunks, die Überlegung, dass frei werdende Frequenzen nicht mehr für neue Programme genutzt werden sollten, sondern höchstens zu einer technischen Verbesserung. Und es ist ja eben auch die Rede davon gewesen, dass frei werdende
Frequenzen der Öffentlich-Rechtlichen auch nicht für neue Programme genutzt werden können durch die privaten Anbieter. Das ist vielleicht ein Kompromissweg, den ich sehr nachvollziehen könnte. Ich persönlich glaube, dass allein durch die Entwicklung des zweiten Bundesmucks Ende des Jahres eine enorme Beschleunigung in den Markt hineinkommen wird mit vielen neuen Angeboten, vor dem mir überhaupt nicht bange ist, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass wir dann eine Belebung des Marktes haben werden, die manche Fragen vielleicht überflüssig machen. Es ist immer manchmal einfacher, über Dinge zu diskutieren, wenn man die Vergangenheit gar nicht hat. Deswegen freue ich mich, dass Joe Pavlas auch hier ist, der mit einem neuen Programm an den Start gehen wird, Antenne Deutschland, der sich die Frage einer UKW-Abschaltung gar nicht stellen muss. Aber ich kann sie ihm stellen, ob es ihm helfen würde, wenn es UKW nicht mehr gäbe für sein Programm. Also ich glaube, ich kann da nur darauf aufbauen, was Stefan Rauer gesagt hat. Ich glaube, wir setzen natürlich aus unserer Perspektive voll auf DAB und damit auch auf die Digitalisierung, weil wir glauben, dass da die Zukunft liegt. Da ist eine gewisse Konkurrenz der Systeme gar nicht hinderlich, sondern ich sehe da tendenziell immer eher eine Befruchtung. Wir sowieso, ich sag mal, das Thema national versus regional ist da sowieso nochmal außen vor, weil ich halt glaube, dass durch die nationale Ausstrahlung da nochmal eine ganz, ganz neue Programmvielfalt entsteht und deswegen die Konkurrenz da gar nicht so sehr da ist. Deswegen von meiner Perspektive aus, ja, wir müssen sicherlich einen schlauen Weg finden, wie wir zur Digitalisierung irgendwie kommen und auch perspektivisch dort eine Abstellung herleiten können, aber dann sicherlich in einem sinnvollen Weg mit allen Marktteilnehmern gemeinsam. Aber ist dann diese UKW-Abschaltung, also jetzt aus der Perspektive, eher ein Damoklesschwert oder ein Befreiungsschlag? Ich denke weder noch, es ist ein natürlicher Prozess, der, also genau wie alle evolutionären Schritte irgendwie gerade, die man beobachten kann. Ich denke, die Corona-Situation hat da sicherlich gezeigt, dass es gewisse Schritte gibt, die auf einmal so eine Entwicklung beschleunigen können. Ich denke, es wird ein organischer Prozess sein, der ab einem gewissen Punkt, Beispiel, Frau Professor Wille hat es auch gesagt, Beispiel der Schweiz, einfach, dass wir an einen gewissen Punkt kommen werden, wo wir alle uns eingestehen, okay, jetzt macht das wirklich keinen Sinn mehr. Mhm. Aus der Sicht der Landesmedienanstalten, Thomas Fuchs ist bei uns. Wie ist denn der DAB-Ausbau fortgeschritten? Kann man sagen, das ist alles nach Plan gelaufen und sehr gut? Wir haben es gerade eben gehört, 2 Millionen neue Geräte im vergangenen Jahr, die große Hoffnung immer noch auf die Autoindustrie, die quasi nur noch DAB-Geräte verkauft. Geht da mehr oder ist das, oder wird die Technologie von IP überholt oder wie läuft das aktuell? Lass mich ein bisschen ausweichend antworten, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, als ob wir so einen planwirtschaftlichen Blick auf das ganze Thema haben. Wir reden ja von privatem Rundfunk im Wesentlichen. Und ich glaube, die eigentliche Durchbruchsleistung bei DAB Plus ist, dass die privaten Radiounternehmer ohne Zwang, ohne Abschaltdrohung, ohne gesetzliche Verpflichtung DAB als Verbreitungsweg nutzen wollen, weil er sich ökonomisch lohnt. Ich glaube, das haben wir noch fast zu wenig verstanden, weil wir immer in so Umschaltszenarien und Gesetzen denken. Ich kann vielleicht sagen, wir haben in Hamburg ohne 1 Cent Förderung einen kompletten DAB Plus Multiplex aufgesetzt, der war nach einem halben Jahr ausgebucht. Jetzt gibt es einen zweiten. Wir haben einen bundesweiten Multiplex, jetzt gibt es einen zweiten. In NRW wird DAB Plus ausgeschrieben. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Geschäftsführer eines kommerziellen Radios sagt, es lohnt sich für mich, für 25% Reichweite in diesen Markt zu investieren. Das ist für mich die maßgebliche Tatsache, vor der wir stehen. Und je mehr das Angebot sich ausweitet, umso mehr wird es die Geräte geben und diese ganzen Dinge. Insofern glaube ich stark daran, dass es wird vom Inhaltlichen herkommen, es wird von den Unternehmen herkommen und deswegen mache ich mir keine Sorge um Geräteausstattung und ähnliche Dinge. Das heißt, aus der Radioperspektive ist dieses Medium DAB Plus weiterhin ein sehr guter und sehr effizienter Verbreitungskanal. Also vor 5 Jahren gab es noch eine große Debatte, braucht man das überhaupt? Und ich kenne keinen ernstzunehmenden privaten Radiogeschäftsführer mehr, der diese Frage noch stellt. Das ist der dritte Übertragungsweg neben IP und UKW. Der ist am Markt angekommen. Er rechnet sich, weil er ja relativ günstig ist pro Haushalt. Und deswegen glaube ich, muss man jetzt gar keine großen Planungen machen, sondern es wird sich von selbst kontinuierlich weiterentwickeln. Falls ich da noch kurz ergänzen darf, also man hat ja sonst auch immer diese natürliche Tendenz, das aus einer Regulierungs-, aus einer Geschäftsbrille zu betrachten. Grundsätzlich, der Hörer entscheidet. Und ich glaube, dass, wenn man sich die Ergebnisse des Berichts anschaut, sind wir da auf einem extrem guten Weg, einen Weg zu erreichen, dass die Relevanz wirklich auf allen Bereichen da ist. Und da freuen wir uns natürlich irgendwie drüber, dass es wirklich im Markt angekommen ist. Und ja,
ganz, ganz tolle Resonanz erzeugt. Jetzt haben wir gerade das Statement gehört von dem Kollegen von Energy, dass in den Haushalten, in denen DAB Plus existent ist, ist quasi die Hörfunknutzung dominiert, also dass die anderen Radioempfangsgeräte, sofern sie überhaupt noch existieren, gar keine Rolle mehr spielen. Das gibt allen eigentlich Hoffnung. Ich möchte trotzdem noch mal auf dieses Thema UKW Abschaltung kommen, Herr Raue, weil es so ein bisschen auch so aus dem einen Statement klar wurde, so nach dem Motto, solange man die alte Technologie fördert, wird die neue nicht schnell genug kommen. Und dieser langsame Transformationsprozess, den Sie beide gerade angesprochen haben, wenn Sie alle damit völlig zufrieden sind, bin ich damit auch zufrieden. Letztendlich können Sie das als Branche ja so beurteilen. Aber würde es dem Medium DAB oder dem Verbreitungsweg DAB gut tun oder besser tun, wenn man sich beim Thema Abschaltung ein bisschen ja, stärker positionieren würde, entweder dafür oder dagegen? Herr Raue? Ja, also vor 2 Jahren hätte ich da anders geantwortet als jetzt. Ich kann da meinen Vorrednern nur zustimmen. Mhm. Die Messe ist gelesen, das Ding läuft. Diese Kämpfe UKW gegen DAB Plus und Privat gegen Privat und Privat gegen öffentlich-rechtlich, die gibt's nicht mehr. Wir sind uns alle drüber im Klaren, was auf dem Spiel steht, wohin die Reise geht. Ich selber bin skeptischer als viele Kolleginnen und Kollegen, was 5G angeht, was Broadcasting in dem Bereich angeht. Das betrifft vor allen Dingen die mobile Nutzung und 5G hat ganz andere Prioritäten als Broadcasting. Insofern glaube ich, dass DAB Plus auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Digitalen sein wird in Zukunft. DAB Plus hat seine Fähigkeiten und seine Talente gewissermaßen vor allen Dingen in der mobilen Nutzung längst bewiesen. Wer viel unterwegs ist, wie wir wahrscheinlich alle mit dem Auto, der weiß, was er an DAB Plus hat, an Qualität und an Stetigkeit und stetigem Angebot. Also ich glaube, wir müssen da keine Glaubenskriege mehr führen, die von niemandem mehr nachvollzogen werden können. Ich glaube, es ist schlicht und einfach eine Sache der privaten Investition, was der Konsument einfach ausgeben will. Und wenn man jetzt heute durch die Fachgeschäfte geht oder auch die Großmärkte, sieht man, dass das Angebot viel größer geworden ist, ganz viele Marken erfasst. Und wenn am Ende des Jahres gewissermaßen die Digitalradiopflicht für Autos und für stationäre Anlagen auch greift, dann wird das auch nochmal einen Schub geben. Ein Wachstum in diesen Dingen läuft nicht stufenförmig, gleichförmig, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Wenn etwas mal eine richtige Geschwindigkeit hat, und das haben wir im letzten Jahr vor Corona ja deutlich gespürt, dann kann es auch mal exponentiell weitergehen. Und deswegen glaube ich, kann es in den nächsten Jahren durchaus achtbare Zuwachsraten geben, die dann die Frage, wann ist es sinnvoll abzuschalten, fast überflüssig machen. Da stimme ich meinen Vorrednern völlig zu. Wenn man manchmal in andere Branchen reinschaut, dann sieht man, dass Content ein wahnsinniger Technologietreiber sein kann. Also ich sag mal so, Menschen kaufen sich vor einer neuen Fußball-WM einen neuen Fernseher und sie kaufen sich für ein neues Spiel eine neue Spielekonsole, kaufen sie sich für ein neues Radioprogramm auch ein neues Gerät. Also was muss Antenne Deutschland programmlich machen, dass man sagt, wir werden jetzt auch ein Hardware-Seller? Oder ist das überhaupt der Wunsch, ja? Also ich glaube da tatsächlich ganz, ganz fest dran, weil wir natürlich irgendwie sehen, wenn man sich jetzt mal anschaut, was wirklich auf dem zweiten Multiplex für Programme kommen, mit was für einer Markenstrahlkraft, nur mal ein paar zu nennen, Antenne Bayern mit der Rockantenne, mit Energy, mit RTL, da sind wirklich Dinge dabei, die resonieren, die Emotionen bei Hörern auslösen. Und ich glaube, wenn wir zusätzlich noch mit unseren Programmen, die wir zusätzlich noch machen, mit den Absolutprogrammen, dort es schaffen können, eine neue Vielfalt zu erstalten, die Vielfalt des ersten Multiplex ergänzt, dann haben wir da, glaube ich, eine riesen Strahlkraft, um nicht nur für existierende Hörer dort eine Vielfalt zu bieten, sondern auch neue Hörer hinzuzugewinnen und den Markt größer zu machen. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich nochmal den Digitalisierungsbericht irgendwie anschaut. Ich glaube, Corona hat da sicherlich auf der einen Seite bei den Autos sicherlich einen kleinen Dämpfer bei den Geräten gemacht, aber ne, wie erwähnt, wenn die Digitalradiopflicht kommt, ich glaube, nächstes Jahr sehen wir da einen ganz, ganz starken Wachstum entgegen, die sicherlich getrieben durch Content sein wird. Wie wird Antenne Deutschland klingen? Um da kurz noch einzuhaken. Sorry, nochmal. Wie wird Antenne Deutschland klingen? Was wird das für ein Pro? Also, vielfältig. Ja, also es ist ja, also vielleicht für diejenigen, die sich es noch nicht vorstellen können, weil reden wir von, also ich stelle jetzt mal den Laien hin, für die es noch nicht gesehen haben, also es ist ja nicht Antenne Deutschland wie ein Antenne Bayern, sondern es wird ja auch eine Granulierung sein, oder? Also wir verstehen uns auf der einen Seite natürlich als Plattform, aber auch als Anbieter. Also auf der einen Seite haben wir eigene Programme in der Absolut-Radio-Familie, mit denen wir an den Start gehen werden. Es werden 4 Programme sein zum Start.
mit einer breiten Programmfarbe, wo wir wirklich von bis alles abdecken werden. Zusätzlich kommen natürlich noch die Drittprogramme hinzu, die ich eben gerade genannt habe zum Beispiel. Die, denke ich, wenn man sich mal anschaut, wie tatsächlich die Demografie und Soziografie in Deutschland irgendwie aussieht, ein maximal breites Programmangebot irgendwie aussieht. Und das sind von alle Musikformen und Arten, die man sich in irgendeiner Form da vorstellen kann. Und natürlich ergänzend auch noch, was wir auch noch in Vorbereitung haben, spannende neue Formate im Talk- und Sportbereich, die dann erst nächstes Jahr an den Start gehen werden. Darf ich das jetzt noch ergänzen darf, was wir, glaube ich, unterschätzen ist, mit dem zweiten Multiplex wird ja das ganze Thema eines deutschlandweiten Radios völlig neu definiert. Also das Deutschlandradio im Öffentlich-Rechtlichen ist ein nationales Programm, aber die deutsche Radiolandschaft ist ja extrem fragmentiert und regionalisiert. Und deswegen ist die Nachfrage jetzt ja so groß, weil ich das erste Mal von Anfang an bewusst eine nationale Marke im Radiomarkt etablieren kann. Das gab es eigentlich nur bei Klassikradio und eingeschränkt bei Energy. Und das wird, glaube ich, wahnsinnig viel verändern. Ich glaube sogar, es wird unternehmerisch zu großen Veränderungen in der Radioszene noch führen. Insofern ist das schon eine Zeitenwende, wo über den Content auch unternehmerische Strukturen sich verändern werden, bin ich tief überzeugt von. Also ergänzen da vielleicht auch nochmal zu, wenn wir die Möglichkeit haben, von Hamburg nach München mit dem Auto zu fahren und ich habe drei kleine Kinder hinten im Auto und ich kann Togo-Radio die ganze Strecke durchhören. Ich glaube, dann ist das ein unglaublicher USP, der für die Menschen wirklich einen Mehrwert gestaltet. Das heißt aber, Sie haben auch gleichzeitig, also mit dieser Vielfalt auch die Herausforderung, die Promotion-Herausforderung, den Leuten also wenn Sie das neue Gerät schon haben, ist alles gut, also nicht DAB verkaufen zu müssen, aber auf diesem DAB Ihnen jetzt auch quasi ein neues Hörportfolio anzubieten. Vollkommen. Und das ist natürlich auf der einen Seite sicherlich eine ganz, ganz große Stärke, dass wir da so starke Marken haben, weil darüber natürlich auch extrem viel Kommunikation stattfinden wird. Auf der anderen Seite werden wir als Antenne Deutschland auch in Zusammenarbeit mit den Öffentlich-Rechtlichen oder auch dem Digitalradioverein hier in Berlin, wollen wir dort natürlich die neue Vielfalt bekannt machen und auch dazu anregen, Sendersuchlauf zu starten, sicherzustellen, dass auch wirklich alle Leute, die auf der einen Seite bereits ein Gerät haben, auch Zugriff darauf haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch versuchen, den Markt größer zu machen. Und dort haben wir natürlich mit Partnern wie zum Beispiel Ströer, die im Autofonbereich da sicherlich federführend sind, ganz, ganz tolle Partner an unserer Seite, die uns da helfen können. Also auch die nationale Vermarktung ist sozusagen gesichert. Sehr schön. Super. Das heißt, wir haben einen kleinen Überblick bekommen, wie die letzten Jahre in der Umstellung ausgesehen haben, haben auch endlich nochmal vielleicht so einen Haken dahinter gemacht, Herr Raue, ob das Thema Abschaltung oder Nichtabschaltung immer noch brennt oder nicht brennt. Sie haben gesagt, die Messe ist gelesen. Das fand ich ein schönes Statement dazu. Und ich glaube, damit können wir quasi an dieser Stelle auch den Haken dahinter machen. Wir werden noch einen dritten Block im Digitalradiotag 2020 haben. Und zwar unterhalten wir uns noch ein bisschen über die Smart Speaker, also wenn es dann um die IP-Verbreitung geht. Denn auch da hat sich einiges getan. Bleiben Sie dran im dritten Block.